Willkommen zurück bei Assassin's Creed 3, auf den Spuren der Zeit und unserer Vorfahren. Mal gucken, was damals so passiert ist. So geht's da durch. Hübsche Wand, die so gerade zusammensetzt oder wieder zersetzt. Das muss ich schon sagen, das sieht schon irgendwie crazy aus. Aber andererseits hat er total geil. Einfach nur, hallo? Okay, hier geht es nicht weiter, obwohl hier eigentlich begehbare Fläche sein sollte. Na gut, von mir aus. Was hat's denn da Schönes? Da auch nichts. Gibt es vielleicht eine Erinnerung auch mal andere Personen? Ah, da kommt ja schon der Erste. Ja, doch. Ich war nur in Gedanken. Nur das. Und vergesst eure Einladung nicht. Master Birch wird euch drinnen erwarten. Hab Dank. Wo darf ich euch abholen, wenn ihr fertig seid? Gleich vor dem Opernhaus. Und bitte beeilt euch. Es wird sicher nicht lange dauern. Dann werde ich gleich vorfahren. Tu das, mein guter Mann. Okay, er fährt also vor und wir müssen hier irgendwie mal zur Ratsversammlung oder was das immer so hier sein soll. Da geht's lang, da geht's lang. Sequenz Nummer 1. Eine tödliche Vorstellung. Ach du Scheiße. Klingt ja nicht gerade sehr ermutigend. Einladung bitte. Euren Mantel bitte, Sir. Systemnachricht, neue E-Mail erhalten. Alles klar. Wenn ihr nun bitte eure Plätze einnehmen würdet. Aufgabe Nummer 1. Einen Sitzplatz finden. Alles klar. Bisschen schneller gehen. Schneller gehen. Das versteht er als unter schneller gehen. Diese Blindschleiche, hey. Hier entlang, bitte. Wo darf ich jetzt lang? Entschuldigen mich bitte, meine Damen. Ja, tut mir leid. Ich brauche nur einen Platz, bitte. Ja, ich weiß, es ist ein bisschen unangenehm, aber... So, schon sitze ich. Oh mein Gott. Abendessen. Reginald? Ich kann euch gar nicht sagen, wie froh ich bin, von dieser Wiederaufführung zu hören. Mit Abstand, Gays beste Arbeit. Habt ihr es bereits gesehen? Einmal. Mein Vater nahm mich als Kind mit. Doch ich erinnere mich kaum daran. Und ich fürchte, dass ich mir diesen Luxus auch heute nicht gönnen werde. Nein, da habt ihr wohl recht. Dann weiter zum Geschäft. Seht ihr ihn? Wie, wo, was? Drücken Sie L, um das Adlerauge zu aktivieren. Stimmt, ja, ich habe das in der ersten Folge noch als Geistermodus bezeichnet, aber ihr habt mir geschrieben, dass es Adlerauge heißt. So, noch kurz was anderes. Also, Lippensynchronität hier ist wohl vollkommen für den Arsch. Also, sprich Lippen, nicht Lippen. Aber sonst, die Synchronstimme von dem Typen da rechts von mir, die kenne ich irgendwoher. Vielleicht kann ich mir einen von wem, aber der spricht eigentlich noch ziemlich cool. Ja, okay, Adlerauge aktivieren. Finden Sie das goldene Ziel. Was ist das da oben? Na ja, cool, wohl eher hell. Tja, gefunden. Jetzt? Er sitzt in einer der Logen. Die Treppe wird bewacht. Ihr werdet einen anderen Weg finden müssen. Das habe ich schon. Ja, ich leider auch, aber... einen abgelegenen Ort zum Klettern finden. Das darf wohl nicht wahr sein. Jetzt sind wir noch zum Attentäter. Verzeihung, bleiben zurück sitzen. So geht's natürlich auch. Wollte gerade sagen, dass er hier rüberklettern wäre ein bisschen auffällig, oder? Ihr seht mich nicht, ihr seht mich nicht. Gar nicht mal so eine schlechte Idee, hey. Wir sehen nicht nur die Vergangenheit, wir spielen sie auch direkt mit. Oder wohl eher indirekt, weil wir müssen sie erfüllen, sonst hätten wir in der Zukunft ein Problem, aber trotzdem. So, hoffe ist das gut. Na, vielleicht später noch. Alter, was zum... Nach Bauarbeiten, was?
Halten Sie den ZR gedrückt, ja, ist schon gut, und... Wie, jetzt die Loja will sie noch verarschen? Hab gar nicht fertig geschaut, fertig gelesen, meine ich. Ja, geht da runter, bitteschön. Da bringt nix, bringt nix. Oder doch? Na klar, fällt überhaupt nicht auf. Hey, ihr seht mich nicht, ihr seht mich nicht. Nö, fällt überhaupt nicht auf. Das ist ein guter Kletterer, hey. Was machen die? Alter! Kannst du nicht machen, hey, das Spiel ist doch ab. Oder ist das ab oder unter 16? Das sind ich sag dazu nichts mehr. Ja, aber hübsch ist sie ja. So, hätten wir das auch noch. Ja, so. Ja, was man sagen wollte, der eine bessere Ausdauerleiste als Link. In Scouts, weil bei dem wäre schon lange die Puste aus. Aber der hier, der klettert unermüdlich weiter. So, wie hoch denn noch? Noch höher. Hallo, Alter, noch höher. Geht gar nicht. Scheiße. Vielleicht hier besser? Ja, hier ist es besser. Und... Na, ganz toll. So, links geht... Alter, da keine Scheiße hier. Links geht's nicht durch. Dann rechts und... Wie macht er das? Wieso besser als Jackie Chan? Einen Weg hinter die Bühne finden. Geht's da runter? Nö. Schneller gehen? Vielleicht nicht unbedingt so eine gute Idee, wegen der Lautstärke und so, sonst verraten wir uns noch. Schloss knacken. Ohne Dietrich, na, tolle Idee. Natürlich haben wir einen dabei. So, im Kreis drehen und dann... Ja, und dann? Moment, so, jetzt da rein und jetzt... Wie jetzt? Ah, jetzt rechts. Ja, und jetzt... Erledigt. Gar kein schlechtes System. Einen Weg über die Bühne finden, immer noch. Okay. Schnell gehen, wer wohl hier angesagt war. Wie verlassen ist man verarschen? Ja. Alter, runter, hat doch gesagt, fallen lassen. So geht's natürlich auch. Na, bin ich aufgeflogen? Haben die schon was bemerkt? Na klar, haben wir gar nicht gesehen. Von mir aus. Was sind das für Typen hier? Egal. Wir haben was zu erledigen. Ein Attentat auszuführen. Ja, lieber hier hoch. Und... Na, ja, geht's hier hoch? Wie man mal sieht uns keiner. Na klar, wenn man zählt und sowas. Es gab wird selig. Und hoch mit dir, so. Ja, bis jetzt ist es eigentlich ganz gut. Ein bisschen holprig zwar, aber das kriegen wir schon hin. Was treibst du da? Gut, da hat's nichts. In den Kissen vielleicht etwas, auch nicht. Was nicht schon wieder? Warum seid ihr nicht gekommen? Wir hätten einen Weg gefunden. Ja. Aber dann hättet ihr es gewusst. Was es hilft. Es tut mir leid. Ja, mir auch. Nee, oder?
Und der Junge sieht alles mit. Ja, und jetzt? Das Open House verlassen. Ja, gute Idee. Der Rand an der Bühnenseite. Schnell! Ruhe, bitte! Da drüben! Der! Der Mann dort! Ergreift ihn! Ein Mann ist im oberen Rang getötet worden. Aber ich habe nichts getan. Oh. Verzeiht bitte, Merrin. Verdammt! Es ist nur eine Frage der Zeit, bis sie auffliegen! Hallo, geht's da durch? Ja, geht doch. Wir haben es bald geschafft, bald geschafft! Und keiner schnallt, dass wir es gewesen sind. Was machen diese Männer da drin? Keiner wird uns bemerken. Bewegung! Hey! Nur nicht umdrehen, nur nicht umdrehen! Oh. Ja, das wird lustig. Ah, da sind wir bereits. Die Frage ist bloß, kommen wir da wirklich so leicht raus? Na, die Tür ist immerhin offen. Schon mal ein gutes Zeichen. Oh oh, die Musik. Dramatik hoch. Geht mir da mal aus dem Weg, man, ich bin überhaupt nicht auffällig. Und wie war die Oper? Ja, langweilig, ehrlich gesagt. Sollen wir los, dann? Ja. Ecke Fleet und Bright. Wie ihr befehlt. Auftrag ausgeführt. Faszinierend. Gentlemen, ich habe hier einen Schlüssel. Und wenn man diesem Buch glauben darf, öffnet er die Tore eines Lagerhauses, derer, die vor uns kamen. Ah ja, die, die die Welt beherrschten, zerstörten und verschwanden. Wissen wir, was wir darin vorfinden werden? Vielleicht uraltes Wissen, vielleicht eine Waffe. Oder etwas Unbekanntes, dessen Aufbau und Verwendung sich uns entzieht. All dies könnten wir finden, oder gar nichts. Sie bleiben mir ein Rätsel, diese Vorläufer. Aber bei einer Sache bin ich mir sicher. Was immer auch darin warten mag, wird uns allen bestimmt ein Segen sein. Oder unseren Feinden, falls wir es zuerst finden. Niemals! Dafür habt ihr gesorgt! Ich nehme an, ihr wisst, wo das Lagerhaus ist. Ah, Mr. Harrison. Gentlemen. Was sagen Ihre Berechnungen? Der Ort liegt sicher irgendwo in dieser Region. Das ist ein sehr großes Gebiet. Verzeiht mir. Wenn ich genauer sein könnte... Schon gut, für den Anfang wird es reichen. Und deshalb bestellten wir euch hierher, Master Kenway. Wir möchten, dass ihr nach Amerika reist, das Lagerhaus findet und den Inhalt in Besitz nehmt. Ich stehe zur Verfügung, obwohl eine Aufgabe dieser Größenordnung mehr als nur mich erfordern wird. Natürlich. Auf diesem Papier sind die Namen von 5 Männern, die uns zugeneigt sind. Sie alle haben besondere Eigenschaften, die euch helfen werden. Mit diesen Männern wird es euch an nichts fehlen. Nun, dann mache ich mich mal auf den Weg. Ich wusste, ihr würdet uns nicht enttäuschen. Euch erwartet ein Schiff nach Boston. Es legt im Morgengrauen ab. Geht nun, Haven, und gereicht uns zur Ehre. Das werden wir. Sequenz 1, eine tödliche Vorstellung. Mission complete! Volle Synchronisation. Ja, wenn wir schon mal bei Cutscenes so sind. Wieso kann ich die eigentlich die ganze Zeit überspringen lassen? Verstehe ich nicht, ich spiele das zum ersten Mal. Ja, schön. Hallo. Hallo, Velo.
Virtual Reality. Ah, geht doch. Polen. Frische Luft, das ist das Fenster offen, Alter. Na egal. Leute, wir sind auf dem Schiff. Ah, das freut mich doch immer wieder sehr, weil ihr wisst ja, ich mag so Segelschiffe und so. Vor allem da bei den alten Rittern, aber auch jetzt hier natürlich auch nur ihren, sagen wir mal, Antiken oder was auch immer halt, Vergangenheit. Trotzdem, so ein altes Segelschiff ist nicht zu verachten. So, was seid ihr für Spastis? Hm? Keine Ahnung. Verschwinde, Alter. Wir haben keinen Ruhm. Schade. So, alles natürlich ganz genau anschauen. Was haben wir hier noch? Und ne Buddel voll rum. Sowieso. Wie sieht's bei dir aus, Alter? Der Schiffsmusiker. Ist das in der Piratencrew? Oh, das ist hier wohl eher Captain Balloon, seine tollkühne Crew. Nee, wohl eher Monkey, die Ruffys Crew. Auch nicht. Es fehlen die Frauen irgendwie, wa? Hm, na egal. Jetzt mal ins Deck gehen. Was ist mit dem los? Ist der krank? Oh, mir geht's nicht gut. Interagieren. Guten Morgen, Doktor. Euch ebenso. Eine Frage, wenn ich darf. Arbeitet ihr hier an Bord oder seid ihr nur ein Passagier? Etwas von beidem, schätze ich. Ich wurde von der Royal Navy beauftragt, die Seekrankheit zu untersuchen. Ich beobachte die Crew während der Überfahrt. Wir glauben, dass Seeleuten das offene Meer besser bekommt als dem Rest von uns. Ich möchte herausfinden, warum. Nun, ich hoffe, ihr habt Erfolg mit diesem Vorhaben. Ja, ich auch. Danke für die netten Worte. Als ob er das wirklich hofft. Naja, egal. Gut, das ist also der Schiffsarzt oder der Passagierschiffsarzt, wie auch immer man das gerne betiteln möchte. Hier ist die Putzkraft. Was? Habe ich gerade eine Kuh gehört? Na egal, ein bisschen schneller gehen hier. Ja, nichts Besonderes, wa? Gehen wir halt mal an Deck. Und gucken mal, wie es oben aussieht. Oh, die Schiffskambüse hier, wie es aussieht, ne? Obwohl ja die Kantine. Meh, Schaf hat sie auch noch. Ah, da hinten, die schiffseigene Viehzucht. Boah, wie das stinkt. Den ganzen Mist hier unten. Boah, pfui Teibel. Bloß raus hier. Ah, und die frische virtuelle Luft. Ja, das tut gut. So viele Bits und Beizen sich aufzunehmen durch die... Hallo? Also interagieren. Durch die Nase natürlich. Captain. Mr. Kenway. Ich wollte mich bedanken, dass ich an Bord kommen durfte. Und für die Unannehmlichkeiten entschuldigen, die ich euch bereite. Unannehmlichkeiten wäre noch untertrieben. Verzeiht, ich kann nicht folgen. Mein Schiff wurde 2 Tage im Hafen festgehalten, um auf euch zu warten. Ich habe deshalb mehrere Aufträge verloren. Davon wusste ich nichts. Natürlich nicht. Ihr Adligen seid alle gleich. Wir sind also ein Adliger. Interessant mal zu erfahren. Sir Conway. Der Konvoi. Alter, da oben hast du epileptische Anfälle? Nö. Jetzt sieht er doch nicht mehr. Jetzt schon. Jetzt er, weniger. Ja doch, schon wieder. Ich dachte gerade, die irgendwie, was weiß ich, eine Angststarphobie oder sowas. Aber ist egal. Und ja. Dann wird alles gut. Bist du dir sicher? Natürlich. Habe ich dich jemals belogen? Nein. Ich traue bloß den anderen nicht.
Vertraue, mein Freund. Du wirst sehen. Seht an! Unser geschätzter Gast beehrt uns mit seiner Anwesenheit. Geht besser wieder zurück in euer Quartier. Das Oberdeck ist kein Ort für Landrat. Das dachte ich auch. Und doch seid ihr hier. Oh, ihr seid ein wahrer Spaß, du was? Mal sehen, wie lustig ihr das findet. Das reicht. Ja, ja. Typischer Schwächling, was? Na klar, jetzt muss ich wieder kämpfen. Daneben! Mach ihn doch endlich mal fertig! Ich will mein Geld haben! Bäm! Und... komm schon, Bäm! Ja, hallo? Bäm! Und... Bäm! Voll auf die Schnauze! Ausgewichen! Zack! Alter, bist du ein Anfänger, hey, Bam. Bis du's lernst. Bam! Hat er voll reingehauen. Daneben, so, jetzt bin ich dran, Alter. Bam! Bam! Hör dir das an, Hector. Glaubt, er kann hier so rumstolzieren und sich zum Burgherren erklären. Bitte, Jungs, lass das sein. Wenn der Captain uns sieht... Zur Hölle mit dem Captain. Und zur Hölle mit dir, Mills. Auf wessen Seite stehst du überhaupt? Auf der Seite der Gewinner natürlich! Ah, alles klar. Na komm doch! Bam! Boing! Der steht nicht mehr auf. Ich bin bereit für die nächste Runde. Das wäre unklug. Wieso das? Habt ihr denn nicht hatte Angst? Das war nicht. Angst vielleicht nicht, aber du bist da einfach ein Blödian, bist du! Bam. Und tschüss! Oh, voll in die Weichteile. Alter, das macht man nicht in die Weichteile. Das ist Männerehre. Gebt ihr auch? Der Männerkodex. Oh. Wie gefällt euch das jetzt? Ist doch typisch Straßenkämpfer. Na komm, und... und schon gehört das Messer mir. Was hat das zu bedeuten? Captain. Ich verlange eine Erklärung, Mr. Kenway. Oh oh. Wir haben nur etwas Sport gemacht zum Zeitvertreib, Captain. Warum vertreibt ihr eure Zeit nicht mit eurer gottverdammten Arbeit? Ich wusste nicht, dass ich euch fürs Herumfallen bezahle. Auf ein Wort bitte, Mr. Kenway. Oh, fast vergessen. Da ist euer Messer. Coole Socke, hey. Not bad. Ein blaues Symbol steht für einen Verbündeten. Was, echt? Der Captain ist ein Verbündeter? Was macht der da? Wir haben den Arm gebrochen. Wieso? Warnung, Entfernungsziel verringern. Ach so, das Ziel da. Ihr seid ja, mir egal, Mr. Conway. Ich hatte nur Ärger, seit ihr an Bord gekommen seid. Eure Probleme haben nichts mit mir zu tun. Und womit sonst, bitte? Ihr seid ein Stümper, launisch und grausam. Und offenbar hat eure Mannschaft keinen Respekt vor euch. Seht, ich will nicht streiten. Eigentlich brauche ich Hilfe. Ja, das ist gut. Ich vermute, ein paar der Männer planen eine Meuterei. Wirklich? Welche Überraschung? Da ich keinem von ihnen trauen kann, muss ich mich wohl an euch wenden. Und warum sollte ich helfen? Wenn Sie wirklich einen Betrug planen, bin ich eure einzige Hoffnung, Amerika Leben zu erreichen. Nun, wie sieht es aus? Wenn ihr die Wahrheit sagt, welche Wahl habe ich denn dann? Danke. Aber ich stelle klar, wagt ihr noch einmal mich zu bedrohen oder zu beleidigen, zögere ich nicht, euch selbst den Hals durchzuschneiden. Verstehen wir uns? Exzellent. Guten Tag. Leck mich am Sack. Was ist denn das für einer? Also der Kenway hier? Der Sir Kenway oder Mr. Kenway? Ist auch egal, einfach der Adlige hier.
Der hat's echt drauf. Doch die Frage ist, wer treibt hier sein Spielchen mit dem Captain? Wer will hier eine Meuterei einzetteln? Wie es weitergeht, noch vieles mehr in der nächsten Folge bei Assassin's Creed 3. Schaltet auch dann wieder ein, es heißt... hallo? Kenway, wenn's dann heißt... Ja. Wie auch immer. Aufbruch in eine neue Welt. So viel heißt dazu. Na, Amerika, neue Welt. Stumm wie eh und je. Naja, ist doch egal. Bis dann. Ciao zusammen.